Es geht endlich los mit Resident Evil Code Veronica, das einzige Spiel aus der Reihe, was ich nicht gespielt habe. Und endlich komme ich dazu, ich bin gespannt, ich habe Bock, let's go. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-Virus outbreak that was instigated by the international corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris, and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Three months later. Und schon bin ich wieder drin, Alter. Ah, ich hab richtig Bock. Born to be done. Gaga, danke schön. Your identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris Lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Is this too loud? Happy Moy. Gaga, dankeschön. Gute Nacht. Boah, mir kommt das voll laut vor. Oh, die Szene kenne ich. Oh nein. Oh, das, die Szene gab es auch im Film. Guck jetzt. Don't move. Ist der König der Zwerge da? Wollt mal wissen, wie es in seinem Königreich läuft. Der war vorhin hier. Vielleicht lurkt er noch rum. BRC macht Fun? Ich weiß nicht. Also vom Look her hat es mich nicht angesprochen. Lass mir doch installieren, Cap. Hab ich noch ein Jahr. Also bis Mitte nächsten Jahres. Keine Sorge, Leute, ne? Wenn ich mich dahin so bücke, ich mache nichts Verbotenes. Gibt keine Lines oder so. Ich putze meine Nase nur.
Mit dem Feuerzeug könnte ich besser sehen. Okay. Dann werde ich es mir mal installieren, Cap. Mal reinspielen. Aber ich dachte, also ich habe mir da schon ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Aber vielleicht hauen sie dann nächstes Jahr doch noch ein Dirt Rally 3 raus, ne? Perfekt. Go on. Get out of here. This place is finished. I don't know, it might have been a special forces team. Ey, Emo, was geht? But in any case, this prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know, you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Passt perfekt zu meinem Wesker-Kostüm, was ich heute getragen habe. Gab es was Besonderes, Emo? Oder warum hast du dich in den Schal geworfen? So, also, Resi 3 und 2 habe ich ja letztens durchgespielt. Das findet unmittelbar nach Resi 2 statt. Claire sucht ja nach einem Bruder in Raccoon City und da findet man einen Brief, einen Zettel im Büro von den Stars, wo er schrieb, ja, ey, ich bin in Europa und pipapo. Daraufhin sind wir jetzt, wie es aussieht, hier auf einer komischen Insel. Meine Güte, dass ich das damals nicht gezockt habe und immer noch mit mir rumgeschleppt habe. Endlich mal. Was sind das für komische Bindings? Mit Viereck? Aha. Mit Kreis laufe ich. Das ist jetzt die PS2-Version. Es gibt noch eine PS3-Version. Die hat, glaube ich, bessere Beleuchtung. Aber die müssten wir dann streamen über PS Plus. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock zu. Seine Augen sind verschlossen. Er blutet noch. Ich sollte Blutstillmittel besorgen. Okay. Ich hatte damals die Dreamcast-Version zum Release. Scheiße, wie lange ist das her? Dreamcast war seinerzeit so ein bisschen voraus, ne? Eigentlich eine ziemlich geile Konsole gewesen. Soll ich schon mal speichern jetzt? Nee, ne? Wie viele Bänder haben wir denn bekommen? Einen. Hm. 2000 war das. Ich speichere nicht. So, ich überlebe das schon am Anfang. Alles klar, Julian. Wenn die Dreamcast nicht so ein Schlachtschiff als Controller gehabt hätte. Es war schon eine geile Spielerei, meine ich aber, ne? Die hatten da ja noch so ein Tamagotchi-artigen Ding da in der Mitte. Memory noch was, ne? Aber die hatten nur einen Analogstick, meine ich. Ein toter Fahrer und sein Aktenkoffer sind zu sehen. Warte, was stand da am Anfang? Benzin läuft aus. Okay. Kann ich hier Feuer? Kann ich nicht, ne? Es regnet ja. Probier mal aus. Nee.
Hey. Ah. Gott. Okay, ich muss aber einen Ticken leiser machen. Wirklich nur ein kleines bisschen. Immer auf 25, so. Warte mal, bis Bild wieder da ist. Hat die Rese 7 keinen Spaß gemacht? Plasma hatte auch so seine Momente. Warum nimmt er das jetzt nicht so? Was ist das für eine? Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those monsters. Shut up. Make one wrong move and I'll shoot. Relax, beautiful. I said I was sorry. My name's Steve. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Nice. I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here. Once I find it, I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Pistole bekommen. Sehen wir Anfang ultra komisch. Village fand ich besser. Achso, ich dachte jetzt vorhin an Village. Das hat mich gewundert. Ja, 7 im Haus und so weiter hat schon Impact. Danach ist es leider ein bisschen. Hat es ein bisschen abgeflacht, ne? Einen Moment. Aber ansonsten, also, was Capcom jetzt die letzten Jahre so abgeliefert hat, ist es schon alles solide. Resident Evil 4 Separate Ways muss ich noch machen. So, habe ich eine Karte? Ja. Also von hier bin ich gekommen. Wo ist denn Leonardo DiCaprio jetzt hingerannt?
Womit schieße ich? Oh, scheiße. Die ist vollständig zugenagelt. Man kann sie unmöglich öffnen. Das Haupttor des Gefängnisses. Es ist abgeschlossen. In der Höhlung ist das Bild eines Adlers eingraviert. Im Village gab es einen Moment, da dieses Puppenhaus, das war ziemlich geil. Ey, die Controls sind gerade mega komisch. Kann ich das nicht umändern hier? Was ist das? Ah, okay. Ups. C ist okay, Angriff. Abbrechen, Karte. Okay, Angriff, Karte, abbrechen. Ach so, Viereck und X, beides dasselbe. Ja gut. Puppenhaus fand ich mega gut. Hier mit diesem Riesenbaby, das war schon krass. Wie ziele ich nochmal? Mit R1. Ja, das stimmt. Aber das stimmt schon. Das stimmt auf jeden Fall, Voltaine. 7 hattest du halt von Anfang an so eine bedrückende Atmo, ne? Ist halt auch nicht so weitläufiger gewesen wie Village. Also Village hast du dich ein bisschen entspannter. War nicht so stressig. Oh nein, es ist so... Oh! Müssen wir nicht alle Zombies killen hier, Muni sparen. Da ist nichts. Dieses Toilettenbecken hat viele widerliche Flecken. Außerdem riecht es hier furchtbar. Ja, glaube ich. Mal schauen. Ah, die kann sich auch schnell drehen. Okay, das ist nice. Komm mal her. Ab dem muss ich schicken. Eigentlich sollte Resident Evil Code Veronica der dritte Teil sein, der offizielle dritte Teil. Aber Capcom hatte da irgendwie... Ah, falsche Tür. Hatte da, glaube ich, irgendwelche Verträge. Resident Evil 3 Nemesis sollte eigentlich ein Spin-off werden. Aber die hatten einen Vertrag mit Sony, weshalb sie dann doch das hier umbenannt haben. Jetzt laufe ich wieder falsch. Oh nein. Bin so dumm. Jetzt muss ich doch schießen. Die anderen kommen jetzt bestimmt auch hoch. Geh doch durch. Nein. Nein. Egal, komm, lass dich beißen. Scheißegal. Ich will jetzt nicht so viel Muni verballern. Hier war doch noch eine Tür. Da. Okay. Die Sache bei Resi 7 ist ja, dass es halt, dass das Spiel an sich viel mehr Sinn macht, wenn man halt 8 gespielt hat, ne? Weil wenn du das erste Mal Resi 7 spielst, da wirst du dich oft fragen, hä, warum, WTF? Meistens, also es wird da auch nicht so erklärt, ne? Ersten 8 gehen ja so einige Sachen auf.
Dieses Loch hier stinkt nach Tod. Nach meinen derzeitigen Informationen vermute ich, dass ich weit südlich vom Äquator bin. Zum Glück ist Bob in der Koje unter mir einer der wenigen interessanten Typen hier. Bob hat mir heute eine wilde Geschichte erzählt, warum er hier mit mir in diesem Loch steckt. Er war wohl mal der Sekretär vom Boss dieses Ladens. Und dieser Boss namens Alfred hat ihn wegen eines winzigen Fehlers hier eingesperrt. Was bedeutet das für mich? Was wird mit mir geschehen? Ohne Vorwarnung hat eine Gruppe bewaffneter Militärs Bob hier rausgeholt und in das Gebäude hinter der Gilotine, spricht man das so aus, gebracht. Ich werde mich um Mitternacht hier rausschleichen, um mit ihm zu reden. Ich habe gehört, dass niemand aus diesem Gebäude jemals wieder zurückgekommen ist. Außerdem schleppen die da dauernd irgendwelche riesigen Plastiksäcke raus. Ich sollte lieber für Bob beten. Es war ein Fehler. Ich hätte nicht dorthin gehen sollen. Was geht da drin vor sich? Ich habe nur ein irres, unheimliches Lachen gehört und Bobs Schreien. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Wird es mir genauso gehen? Ich darf das nicht zulassen. Ich darf einfach nichts. Seit meiner letzten Eintragung sind all meine Mitgefangenen in dieses Gebäude rübergebracht worden. Ich weiß, dass ich als nächster dran bin. Versuchskaninchen, wa? Es ist ganz offensichtlich, dass wir alle nur als Versuchstiere für diesen feinen Alfred hier sind. Es gibt kein Entkommen. Was soll ich bloß tun? Ende. Liegt was? Und schon habe ich keinen Platz mehr, oder was? Warte mal. Was ist das hier? Spielanleitung, okay. Ah, jetzt ist es weg. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Oha. Ich kann nicht mehr tragen. Jetzt schnell. Und abhauen. Schön wär's. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Bitte nicht, bitte nicht. Das gibt's doch nicht. Das nehme ich jetzt aber nicht. Geh aber auf Nummer sicher. Und nehme mal die Öschis hier. Direkt am Anfang schon so eine krasse Waffe. Oder Waffen. Egal, was ein bisschen Wasser drüber geheilt. Ja, aber wollte ihn, die haben es ja erklärt im Village. Aber also, es versucht halt so, weißt du? Aber keine Ahnung, ich bin froh, dass das zu Ende ist mit dem auf jeden Fall. Die sollen einfach mal ein bisschen gechillter sein.
Okay, warte, Pistole geht klar. Hä, habe ich nicht genommen? Wie kann ich nachladen? Okay, nachladen tut er nicht. Oder? Da wird kein Knopf für. Weiß nicht, ob die tot sind. Hab ein bisschen Angst. Wenn wir ganz schnell hier warten, okay, die sind tot. Ich glaube, da war noch einer. Oh! Du. Hier auch schon mal killen? Kann ich den messern? Nee. Das war doch ein Jumpscare, oder nicht, Cap? Meinst du den Jumpscare mit mir? Naja, ich kann mich erinnern. Dieser Schalter öffnet die Sicherheitssperre. Zurzeit ist die Sicherheitssperre offen. Please deposit any metallic items you have in Warum? The security box. Ah. Muss alles ablegen, um da durchzukommen. Alles Metallische heißt auch Feuerzeug. Oh, falsch gemacht. Aber Farbband und so, das geht doch klar, oder nicht? Okay. Och, nö. Sehen, ob es jetzt geht. Ja. Den kann ich aber nicht benutzen. Das ist halt ein Doppelter, ne? Möchte ich jetzt nicht ausgeben. Eine Kontrolltafel für den 3D-Scanner. Hier ist ein Schalter zum Hochfahren. Ja. Aktiviere den 3D-Scanner. Zu scannen das Objekt in das Ablesegerät hineinlegen. Ich habe nichts. Ein Duplikator, damit könnte ich was kopieren, wenn ich die nötigen Gegenstände hätte. So ein scheiß Direkträtsel hier am Start. Ja, das sind halt auch alles Sachen, die kann ich jetzt nicht mitnehmen, ne? Müsste ich dann hier reinpacken. Ich vermisse die Dino Crisis Reihe. Also mit 1 und 2 hatte ich meinen Spaß. Der zweite war eigentlich so ein Action-Game, aber der erste war ziemlich gut, meine ich. Gefaxter Antrag auf Zugang zur Haftanstalt. Bitte lesen Sie den folgenden Antrag auf Zugang zu unserer Einrichtung sorgfältig durch und fügen Sie den Namen des Antragstellers der Liste der erwarteten Besucher zu. Paul Steiner, Leiter Gefängniswachraum. Hiermit beantrage ich Zugang zum Haftbereich D. Persönliche Daten. Name des Besuchers Carl Grisham. Zweck des Besuches. Anlieferung folgender Gegenstände. Neue Probe des Produktes TG01 von Metal Industries. Diverse Verbrauchsgüter, die das Personal der Haftanstalt bestellt hat.
Anmerkung. Benutzt Lieferfahrzeug. TG-01-Muster wird in gekennzeichnetem Aktenkoffer transportiert. Der Aktenkoffer am Anfang. Chris Redfield. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Dankeschön, Odin. Well, danke sehr. Bis dann. Gute Nacht. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks, I'll do that. Hey, I was just kidding. Boah, der Typ geht mir voll auf den Sack. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can, I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. Die Lokalisation ist ein bisschen weird, ne? What was that all about? Aber wie gut, dass wir alle Englisch können, bis auf Voltaire. Adler-Emblem. Die E-Mail an Leon wurde bereits abgeschickt. Okay. Leon weiß Bescheid. Ich sollte jetzt speichern, so langsam sollte ich speichern. Aber ich gucke erstmal hier nochmal durch. Sie wird von der anderen Seite blockiert. Von hier aus kann sie nicht geöffnet werden. Kontrollgerät für den Rollladen, den Hebel hochziehen. Okay. Aber warum zum Teufel bin ich jetzt hier? Ich habe doch jetzt... Ich habe das bekommen, aber damit komme ich ja nicht raus. Speicher mal ab. Einfach 8 MB Memory Card damals. So geil. Warum muss er das jetzt nochmal prüfen? Hä? Warte mal, hat er nicht gespeichert? Ich glaube, machen wir so. Ich kann ja fast forward machen. Hä? Hä? Die sind drin? Die sind nicht drin. Die sind doch nicht drin. Please deposit any metallic items you have in the security box. We have a problem. Warte mal. Kann ich das Ding jetzt vielleicht hier reinballern? Aha. Aha. Übertragung der 3D-Daten beendet. Aber ich habe ja nichts, ne? Mir fehlt da noch was. Gut. Hm.
Ich guck mal, ob ich damit durch kann. Ne. Erste-Hilfe-Spray geht auch nicht. Ich weiß nicht, brauche ich überhaupt ein Messer? Würde ich nicht mitnehmen. Farbband. Nehme ich auch nicht mit. Boah, das geht jetzt bestimmt auf, ne? Nee? Ach, hier, das habe ich aufgemacht. Dieser Schalter steuert den Rollladen. Ja, bitte. Prozent schon verballert. Alter Schwede. Feuerlöscher. Jetzt geht's hier da zum Aktenkoffer. Die indigo-blaue Platte hat eine Höhlung. Da hat irgendwas bling bling gemacht. Ich glaube, ich nehme noch ein Farbband mit und speichere dann da hinten nochmal. Es ist schon kein Bock, das Ganze nochmal zu machen. Please deposit any metallic items you have in the security box. Was war das für ein Schlüssel? Vorhängeschlüssel oder so, ne? Ja, ein einfacher Schlüssel, okay. Die ist abgeschlossen. Boah, sehr gut gemacht. So eine Legende. Im Wegrennen bin ich echt gut. Oder auch nicht so gut. Ja, die sollte ich doch kaputt machen.
Okay, easy. Kann ich auch die normale Pistole benutzen? Den lassen wir am Leben. Dort befindet sich ein Schalter. Betätigen. EG-01 war in dem Schlagkoffer. Hier ist auch eine Beschreibung der Legierung. Danke für Ihre Unterstützung und für die Verwendung unserer Produkte. Diesmal haben wir unsere fortschrittlichste Technologie angewendet und eine einmalige Antimetalldetektor-Legierung namens TG-01 erfunden. Wird von keinem Metalldetektor erfasst, erzeugt kein Bild bei der Röntgenbeleuchtung bei der Einreise, leicht aber widerstandsfähig. Wir planen für die Zukunft die Herstellung verschiedenster Waffen mit dieser neuartigen Legierung, anbei eine Probe für Sie. Okay. Ich muss doch nicht wieder zurück, alles gut. Scheiße. Tot? Ja. Nee. Da unten muss ich nicht mehr in die Zelle. Schauen wir den hier nochmal an. Der hat nichts mehr. Oh. Der ist auch sauber. Die spawnen auch nicht wieder. Sehr gut. Ja. Please deposit any metallic items you have in the security box. Hä, warum? Ach, Feuerzeug. Thank you.
Oh nein, die kommen jetzt hier rein oder was? Warte. Boah, speichere ich nochmal? Glaube ja. Ups, war ein bisschen zu schnell. Oh, da kann ich durch. Oh, alles gut. Fahrband muss ich eigentlich mitnehmen. So, Emblem, das war... Hier. Das ist nicht deren Ernst. Was soll das denn? Kannst du jetzt nicht springen? Einfach vor der Tür steht auch einer. Ach du Scheiße. Was? Ja, doch. Von dieser Seite aus komme ich nicht weiter. Oh, wunderbar. So. Den lasse ich da liegen. Okay, da rechts die Tür ist auf.
Schauen wir mal, was die Zombies hier machen. Ja. Hunde? Da unten rechts ist auch noch ein Zeichen. Ein silberner Kartenleser. Ich guck erstmal unten. Pfeile. Warum zum Teufel Pfeile? Da lebt noch einer. Oder zwei. Boah, wehe, das lohnt sich hier nicht. Okay, alle tot. Halt auch wie früher, ne, dass du halt mit dem Anvisieren checken kannst, ob die noch leben oder nicht. Oder ob da irgendeiner ist. Zehn Schuss nur noch. Nochmal Pfeile. Er hat doch keinen Bogen finden. Wahrscheinlich eine Armbrust. Nochmal Pfeile. Auch so viele. Oh. Okay. Fünf Schuss noch. Der Raum ist voll heißer Luft. Weiß nicht, wo der genau ist. Scheiße. Oha, 3D-Wellen einfach. Als ob. Das ist ja fantastisch. Das Gerät kontrolliert den Wasserfluss. Den Wasserfluss anhalten. Ja, warum auch immer. Keine Reaktion. Irgendwo muss ein Rohr für die Zirkulation sein. Da ist ein Schlüssel.
Kleiner Schlüssel, das Wort Lager ist zu erkennen. Ich check hier nochmal alles ab. Nicht, dass wir was verpassen. Oh, wo bin ich jetzt rein? Oh oh. Alter, hält der aus. 64%. Die ist abgeschlossen. Den Lagerschlüssel benutzen. Hä? Pulver für Pfeile mitnehmen. Digga, willst du mich verarschen? Was soll ich denn damit machen? Explosive Pfeile sind das. Okay, das heißt, es geht da unten rechts nur in eine Richtung. Also ich könnte hier wieder reinkommen. Es bringt also nichts, dahin zu rennen. Was heißt das aber jetzt? Ich möchte das hier ungern mitnehmen. So, zwei habe ich liegen lassen. Eins an der Brücke und einen hier. Klinke fehlt. Okay, keine Gegner. Armbrust! Armbrust! Ein Dokument. Memo über Passnummer. Die Sicherheitstüren im Bio-Experiment-Raum lassen sich mit einer vierstelligen Codenummer öffnen. Das weißt du doch hoffentlich noch. Ich habe gerade Anweisungen vom Systemadministrator bekommen, diese Codenummer wieder mal zu ändern. Was mich nur beunruhigt dabei, ist die Tatsache, dass du ja öfters wichtige Memos verschlüsselst, Codezahlen vergisst oder sogar Chemikalien verlegst.
Um dieses Problem zu lösen, habe ich mir etwas einfallen lassen. Du kennst doch das Bild mit dem roten menschlichen Skelett hinten im Bio-Experimentraum, oder? Ich habe die Zahl, die dort auf dem Bild steht, als Codenummer angegeben. Wenn du also dieses Memo verlierst und die Zahl vergisst, schau einfach dort auf dem Bild nach. Das Bild mit dem roten menschlichen Skelett. Hinter Bio-Experimentraum. Naja, ich glaube nicht, dass du diesen Notfallcode jemals brauchen wirst, aber jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid, also pass auf dich auf. Was ist hier los? Sind das nicht die Viecher aus Half-Life? Scheint niemand hier zu sein. 1126. Auf der Tür steht Bio-Experiment-Raum. Die Raumluft ist nicht normal. Ich kann die Codenummer nicht eingeben. Die Raumluft ist nicht normal. Okay. Ja, dann. Hier wird hier nichts zu tun. Hazard contamination detected. Level 3. Emergency shutters will close. All personnel evacuate immediately. Jawohl, Claire. Jawohl. That was close. Gut, da komme ich jetzt also auch nicht mehr rein ohne Kartenleser. Also ohne die Karte. Dann hier alles erledigt. Ich schaue jetzt trotzdem da unten links mal rein. Scheiß auf die Hunde. Da sind noch mehr Pfeile. Von der anderen Seite verschlossen. Dreh mich einmal im Kreis. ...180 Pfeile bisher. Weiß nicht, warum ich so viele bekomme. Ja, den muss ich killen. Ich werde was fallen lassen. Hä? ...56%. Beide tot. Da ist aber noch einer. Wir können keine Items übertragen. Ja, scheiße. Ich gehe jetzt erstmal rein.
Kann ich auch nicht mitnehmen. Ups. Oha. Jetzt wird's kuschelig. Das kann ich auch nicht nehmen. Ich kann halt gar nichts einfach jetzt nehmen. Sicherheitsverriegelung aktiv. Zum Entriegeln ID-Nummer eingeben. Eins, eins, sechs, zwei vielleicht. Konnte nicht gefunden werden. Shit. Oh, da ist was. Oh Gott, oh Gott. Tja, so eine Scheiße. Da ist halt auch noch ein Heilmittel. Okay. Aber es gibt halt einiges noch zu looten jetzt. Großes Porträt hängt hier. Silbern des Emblems eingraviert. Schön, habe ich eine Truhe. Ah, da ist eine Truhe. Geil. Notiz des Sekretärs. Seit 4 Jahren diene ich Sir Alfred nun schon. Er vertraut niemandem. Obwohl ich sein Sekretär bin, darf ich sein Privatanwesen immer noch nicht betreten. Was hat er bloß für ein Problem? Man sagt, er lebe mit seiner Zwillingsschwester Alexia in dem Haus oben auf dem Hügel. Manchmal habe ich dort jemanden am Fenster stehen sehen. Es könnte diese Alexia gewesen sein, von deren außergewöhnlicher Schönheit hier alle schwärmen. Ich habe Sir Alfred einmal darauf angesprochen, aber das brachte ihn nur in Wut. Obwohl ich sein Privatsekretär bin, lässt er mich nichts durchgehen. Lässt er mir nichts durchgehen. Ich glaube, wenn ich noch einmal nach ihr frage, bringe ich mich in Lebensgefahr. Auf jeden Fall ist es nicht nur mir ein Rätsel, warum er aus seinem Privatleben mit Alexia ein solches Geheimnis macht. So. Nice, 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 nice. Den könnte ich jetzt eigentlich verballern. Explosiv packen wir rein. Weiß nicht, ich glaube, Armbrust macht nicht so viel Damage. So. Muss jetzt looten.
Nummer 4. Oh, da unten ist was. Umbrella ID Card, super. Ich glaube, bisher bin ich ganz gut aufgestellt. Check nochmal kurz die ID. Aha, der Code. NTC0394. Gut, gut, gut. Gut. Das mache ich aber nicht. Das mache ich aber nicht, noch nicht. Ich werde gleich erstmal alles looten. Heißt, die zwei grünen Kräuter muss ich herschleppen. Laufe ich also wieder zurück bis zur Brücke, meine ich. Ja, das machen wir aber gleich. Ich gehe kurz in eine Pause.